Weiter geht's hier in PES 2021 in der Meisterliga und wir gehen in den nächsten Champions League Spieltag rein und zwar in einen, der könnte schon wegweisend jetzt sein, denn wir müssen hier auf jeden Fall gegen die Young Boys gewinnen und noch viel schlimmer, wir brauchen auch eigentlich ordentlich Schützenhilfe von Benfica, damit wir Real noch einholen können. Aber jetzt schauen wir erstmal hier, was ist denn hier los eigentlich? Okay, 3 rote Pfeile, die nehmen wir natürlich nicht unbedingt gerne mit. Und sonst, die Leute sind auch gut dabei teilweise. Also, ich sag mal Cavajal ein. Bellerin wollen wir trotzdem mitnehmen. Ah, man könnte Ramsdale theoretisch einwechseln für Lino. Aber dann sind wir fast schon wieder bei dem Punkt, wo wir hier ein bisschen zu viel experimentieren. Martinelli eventuell einsetzen für Mané, um den ein bisschen zu schonen. Mehr will ich aber auch schon, glaube ich, nicht machen, weil das ist dann schon... könnte kritisch enden. Bernardo Silva könnte man theoretisch hier noch mit der 85 eigentlich ganz gut unterbringen. Oder machen wir es so? Machen wir doch so. Pepe ist noch fresh drauf. Dann gehen wir so rein. Eieiei. Alle nicht gut drauf. Kann ja nicht sein. Ob wir hier jetzt halt vor dem Champions League spielen und keiner ist gut drauf oder was? Es geht doch hier immer wieder um was. Naja, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Die letzten Spiele waren ja eher wieder mal... Da wiederhole ich mich auch so. Schauen wir mal, ob wir jetzt halt endlich mal wieder zu Hause im Emirates jetzt halt hier einen Sieg einfahren können. 100% bin ich mir noch nicht sicher über die Trikotwahl, ob die so... Aber das... Ja, gut. Ist vom Spiel vorgeschlagen, also wird schon passen. Also nehmen wir das so. So... Martinelli auf Lacazette und ja, Martinelli kommt nicht nochmal hin. Ja, Czerny auf Silva, auf Thiago, Pepe und Lacazette kommt nicht hin. Schade, dass da auch der Torwart war, weil sonst wäre da Martinelli schon gewesen. Und hätte den eventuell unterbringen können. Oh, lol. Was war das für einer? Naja. Ja, was haben wir so in der Fußballwelt? Frauen-WM ist jetzt dann angefangen. Oder wir haben hier auch erstmal einen richtig schönen Einwurf. Frauen-WM in Australien und Neuseeland ging jetzt los. Also gab auch schon den ein oder anderen... Das eine oder andere überraschende Team, was gewonnen hat, anscheinend Neuseeland. Haben wir den ersten WM-Sieg, glaube ich, eingefahren. Aber mehr muss ich sagen, kann ich schon auch fast nicht sagen. Ich weiß, dass Deutschland dann am Montag spielt. 10.30 Uhr, also schön zu einem, schön in der Früh zu einem Knoppers halt. Oder nee, das war 9.30 Uhr. Nein, läuft ja trotzdem. Läuft ja trotzdem noch, also morgen, also schön. Schön zu einem Knoppers. Kann man sich dann Deutschland anschauen. Würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Schaut ihr die Frauen-WM? Ich meine, das sind natürlich ärgerliche Zeiten, sage ich mal. Also die normalen Leute sind da entweder in der Schule oder arbeiten. Deshalb, glaube ich, ist es relativ schwierig, das so richtig mitzuverfolgen, weil ja die Spiele sind, glaube ich, von 4 Uhr nachts ab in Deutschland bis, weiß ich nicht, 10 oder so. 10 Uhr morgens oder wann sie losgehen oder 12, ich weiß es nicht. Ich habe schon ein bisschen... Schade, Martinelli, da haben wir uns mehr aufs Reden konzentriert, anstatt dass wir uns aufs Spielen konzentrieren. Und Titi kommt da aber gut rein in den mit. Lacazette auf Pepe und da ist er mal wieder. Da sind wir mal wieder zumindest mit dem Tor. Zumindest haben wir mal ein Tor geschafft. Das ist schon mehr als
in den letzten 4 Spielen, glaube ich, ungefähr erreicht haben. So muss es sein. So kennen wir uns doch eher hier. Wie der ja auch in Real bei Arsenal ist, der ja komplett gefloppt. Hat ja auch eine riesen Ablösesumme gekostet. Ah, direkt angenommen. Nicht lang gezögert. Und drin ist er. So muss das sein. Das Ding ist jetzt halt nur, wir müssen es jetzt eben auch halten. Weil sonst passiert da jetzt halt wieder Grauseliges. Ja, Bernardo Silva schön reingegangen da. Ich muss hier weg. Ich muss raus. Ja, wer auch raus will, um hier nochmal eine grandiosen Überleitung zu kreieren, ist ja ein gewisser Mbappé, denn da kann man jetzt halt, die sind ja eh in der Zwickmühle, er möchte ja unbedingt weg, und Paris möchte ihn auf gar keinen Fall für nichts gehen lassen. Lacazette! Oh, der Torwart ist da! Im kurzen Eck. Hat er gut gemacht. Aber Umtiti, leichte Probleme, aber haben wir. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Beim Mbappé. Der möchte ja weg von Paris und möchte zu Real. Und das aber natürlich auch mit rund 250 Millionen anscheinend an Handgeld, was man einfach mal so bekommt. Real anscheinend aber ja nicht ganz so bereit, glaube ich, das zu machen. Paris will ihn nicht gehen lassen und drängt ihn dazu, dass er doch seinen Vertrag verlängern soll. Und hat jetzt halt einfach, was wirklich das, also, wo ich das gelesen habe, habe ich mir echt gedacht, also kann bitte jemand diesen Verein aussperren? Ein 10-Jahres-Vertrag einfach geboten für insgesamt 1 Milliarde. Mein Alter, wo sind wir denn? Wo sind wir inzwischen angekommen, dass der einen 1-Milliarde-Vertrag bekommt? Für 10 Jahre. Also, wirklich, ist natürlich alles hier mit dem Chefs von Katar und, ich weiß ja gar nicht, den Chefs ist eigentlich so, als wäre es die Firma, den ganzen Oberen von Katar, ist es ja alles abgesprochen, dass die da mit reincashen, aber Leute, eine. Boah, ich habe jetzt kurz gedacht, also Ramsdale jetzt bitte, erstens den fangen und zweitens dann nicht irgendwie jetzt halt ins Tor reinkullern mit dem Rücken noch, rückwärts, weil dann wäre der auch drin hier. Aber die stehen hier ganz kompakt eigentlich. Oh, Pepe. Mit dem Schuss, aber abgeblockt, aber wir bleiben erstmal im Ballbesitz auf jeden Fall. Nee, also das muss ich sagen, das ist wirklich, also das, ja, kann man nicht machen. Und ich meine, dann sagt er eh nach 2 Jahren, selbst wenn der dann einen 10-Jahres-Vertrag unterschreibt, sagt er spätestens nach 2 Jahren eh wieder, boah, nee, jetzt, ich möchte immer noch zu Real. Ja, also wirklich, ist einfach nur noch bodenlos, was im Moment wirklich im Fußball abgeht, den ganzen Preisen und was weiß ich, habe ich mir auch letztens gedacht, wo es dann hieß, ja okay, Declan Rice jetzt halt zu Arsenal, okay, 120 Millionen oder so, oder 116, ich weiß es nicht. Da habe ich mir auch dann so gedacht, okay, so, nichts jetzt gegen den Bree. So, der ist gut, ja, aber 120 Millionen? 120? Real hat einen Jude Bellingham für 100 irgendwas, 104 oder so bekommen. So, wenn ich mir denke, hä? Und dann am Tag drauf sagt dann Bayern auf einmal, ja, den Goretzka, für 40 Millionen sind wir da gesprächsbereit. Wo ich mir so denke, hallo? 40 Millionen? Wenn die für einen Declan Rice 120 verlangen, dann können wir doch für einen Goretzka, gut, der hat jetzt scheiße gespielt, muss man jetzt auch sagen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir jetzt hier nicht scheiße spielen. Na bitte nicht. Boah, Gott sei Dank. Ramsdale ist da. Kommt raus. Uiuiui. Ich habe das Unentschieden schon wieder fliegen sehen. Jetzt wechseln wir aber erstmal kurz. Alaba,
geht auf die Außentürne, geht raus. Gabriel kommt rein. Und wir bringen Martinelli in die Mitte. Dafür Mané auf die Außen. Und Xhaka. Bringen wir Xhaka noch rein. Mit Thiago. Schauen wir mal. Wir können natürlich auch theoretisch jetzt ein bisschen auf Zeit spielen, aber das ist nicht unbedingt unsere Spielweise. Und dann passiert nämlich genau sowas, wenn wir jetzt hier auf Zeit spielen. Also jetzt aufpassen. Jetzt hat die Young Boys kommen nochmal. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Nee, also dann wirklich mit den Transfers, so habe ich mir auch gedacht. Ja, dann kann Bayern auch für den Goretzka theoretisch irgendwie auch, weiß ich nicht. Warum läuft Tierney nicht weiter? Ich will ihm doch hier den Ball geben. Jetzt in die Mitte, da ist Lacazette. Thiago ist geblockt. Und dann ist aus. Immerhin, gut. Wir kamen nicht mehr zum Wechseln. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben 1-0 gegen die Young Boys gewonnen. Liebe Freunde. Immerhin. Immerhin mal wieder ein Sieg. Also, das ist schon mal wichtig. Pepe mit dem Tor, das sage ich. War jetzt auch nicht unverdient, würde ich sagen. Also, war jetzt auch mal eins unserer besseren Spiele. Wir sehen es alle mindestens mit einer 6-5. Pepe eben mit einer 7-5. Also, jetzt hoffen wir nur, dass Benfica auch gegen Real vielleicht gewonnen hat. Ja, wir schauen auf die weiteren Ergebnisse erstmal. Paris gegen Olympiakos 0-1. Villarreal gegen Manchester City 1-1. Zenit gegen Dinamo Zagreb 1-4. Porto gegen Bayern 2-4. Arsenal gegen Young Boys eben 1-0. Benfica gegen Real 0-1. Feyenoord Celtic 1-1, Galatasaray gegen Lazio 0-1, Sporting gegen Lok Moskau 0-3, Lille gegen Atletico 2-0, Schachtyor gegen Midtjylland 2-4, Brügge gegen Dortmund 1-1, Inter PSV 0-0, Ajax hier Liverpool 0-4, Barcelona gegen Bordeaux 4-0 und Gladbach gegen Tottenham 1-3. Somit sind wir ja weiterhin in der schlechten Position, aber das Ding ist, wir müssen einfach das nächste Spiel gewinnen. So. Ich weiß nicht, gegen wen es jetzt noch geht. Ich glaube, gegen Real nochmal, oder? Oder geht es gegen Benfica? Ist ja auch wurscht. Einer von den beiden spielt gegen Young Boys. Wird wahrscheinlich gewinnen. Vermute ich jetzt mal. Und wir spielen gegen den anderen dann. Und müssen halt auch einfach, sage ich mal, gewinnen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Jetzt steht erstmal dreimal Premier League an. Wolves, Brighton und Leicester. Also, ja, bis auf, ja gut, ja, Wolves sind auch immerhin siebter, Leicester ist zweiter. Aber glaube ich, scheint zumindest, aber weil er ja nicht Schröder ist, er glaubt, dass er okay, gut, jetzt haben wir es mit Smith Rowe, haben wir es verkackt, weil wir dann den Vertrag nicht rechtzeitig verlängert haben. Er war natürlich ein bisschen blöd jetzt hat. Ja, ist belastend. Das ist jetzt belastend. Gut, ich meine, wir haben ihn eh nicht viel eingesetzt, aber war jetzt halt wahrscheinlich nicht der schlauste Move, dass wir da uns so wenig um die Transfers kümmern. Aber gut, das wird halt dann im Endeffekt bestraft, wie halt in echt auch. Oder wie auch Football Manager zum Beispiel, kenne ich auch nur viel zu gut genug. Also, so ist nicht. Ja, dann würde ich aber sagen, wenn das Video awesome fandet, lasst ein Like, dann Kommentar und im besten Fall natürlich noch ein Abo. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es dann heißt, Arsenal gegen Wolves. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und bis dahin, Servus.